Als Lucia Burgbacher Anfang der 70er Jahre den Fußball für sich entdeckte, sorgte sie für Kopfschütteln bei den Eltern. Ein Mädchen in einem Männersport? Undenkbar. Mama hat nachher nur gesagt, ich soll die dreckige Klamotte muss ich selber waschen und ich brauche ja nicht jammern, wenn ich irgendwo eine Aufschürfung habe oder sowas. Sie liebt Fußball und die Natur. Kein Wunder, denn sie wuchs auf einem Bauernhof in Furtwangen auf. Die Kinder mussten von klein auf mit anpacken, so kam sie zum Fußball. In meiner Jugendzeit, da sind halt auch Cousins gekommen, zum Helfen arbeiten beim Heuen. Und immer so zwischendrin, wenn Zeit war, haben wir auf der Wiese ein bisschen gekickt. Und da hat es eigentlich angefangen und hat Spaß gemacht. Mit Kicken ging es los, doch Lucia Burgbacher wollte mehr. Sie wollte Schiedsrichterin werden. Jahrzehntelang pfiff sie Spiele im Frauen- und Männerfußball gegen alle Widerstände. Wir haben eigentlich nicht den Kurs gemacht, weil wir uns immer aufgeregt haben über die Schiedsrichter, warum die jetzt wieder pfeifen. Die Spieler haben einen eher akzeptiert, wo sie gemerkt haben, auch die hat ja eigentlich ein bisschen Ahnung. Aber vielmal war es Zuschauer oder auch ältere Zuschauer. Da hat man schon als Frau beim Schiedsrichter in so einer Position abgeschrieben gewesen. Eigentlich schon von vorne weg. Da hätte man nicht so gut sein, wie man hätte wollen. Da hätte man immer bei jedem Pfiff Gemeckere gehört. Nicht lange fragen, einfach zupacken. Das zeichnet Lucia Burgbacher aus. Sie ist eine echte Macherin. Und mit Abstand die Älteste in der ersten Damenmannschaft des FV Marbach. Es ist der letzte Spieltag vor der Winterpause. Wir spielen in der Tabelle Letzte und wir gehen das Spiel an, wie wir jedes Spiel jetzt in der Saison schon angegangen sind. Wir sind immer Favorit. Und das wollen sie auch bleiben, nicht zuletzt dank Lucia Burgbacher im Tor. Mit gerade mal 1,65 Meter ist die ungewöhnlich klein für den Job als Torhüterin. Doch das macht sie mit Schnelligkeit und Wendigkeit wieder wett. Sie ist eine außergewöhnliche Fußballerin. Das kommt natürlich durch zwei Komponenten. Einmal ihr Alter. Ja, man darf es eigentlich gar nicht sagen, aber 60 Jahre ist natürlich außergewöhnlich in Deutschland, noch auf diesem Niveau Fußball zu spielen. Und dann ist sie sehr wertvoll, weil sie durch ihr Alter eine Lebenserfahrung mitbringt und auch in puncto Vorbild, Pünktlichkeit, Disziplin unseren jungen Spielern natürlich einiges mitgeben kann. In den 70er Jahren war Frauenfußball noch eine belächelte Randerscheinung. Die Zeiten sind längst vorbei. Und auf dem Rasen spielt das Alter keine Rolle. Ja, sie macht es schon herausragend mit ihrem Alter, was sie noch alles drauf hat. Ja, nach ihr bin ich dann die Älteste. Sie ist fast doppelt so alt wie ich. Ja, aber es macht Spaß mit ihr. Eine Kampfsau, auf jeden Fall. Genau, Luzi gibt nie auf, ist immer ehrgeizig, ist immer beim Spiel, egal was sie hat, Verletzung, egal was. Sie ist immer da. An diesem Spieltag hat Lucia Burgbacher nicht viel zu tun. Die gegnerische Mannschaft hat keine Chance gegen den FV Marbach. Die schönsten Momente sind immer die Siege, ist ganz klar. Oder wenn ich eine Glanzparade habe, einen sicheren Ball habe. Klar, das sind immer tolle Momente. 8:0 für den FV Marbach heißt das Endergebnis. Lucia Burgbacher hofft, dass der Verein den Aufstieg in die Verbandsliga schafft. Eine Saison will sie noch spielen und dann aufhören. Langweilig wird ihr nicht werden, denn ihre zweite Passion ist das Hammerwerfen. Darin ist die 60-Jährige mehrfache deutsche Meisterin.